Oh mein Gott! Alter! So, hier draufsetzen! Was? Ja, mein Herz. Ich komme mir gerade so blöd vor, Jana. Darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Bist du unwitzig? Halt's mal. Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Dieses Video ist ein bisschen besonders und anders und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es alles irgendwie ein bisschen schlimm für mich ist und ein bisschen toll und ich weiß auch nicht, aber ihr versteht sowieso nicht, worüber ich gerade rede, weil ihr gar nicht wisst, was los ist. Das Einzige, was ihr wisst, ist, dass das hier meine erste offizielle Roomtour bzw. Wohnungstour von dieser Wohnung hier ist, in der ich seit 3,5 Jahren, 4 Jahren... irgendwas mit 3 Jahren wohne. Ich habe nie eine Roomtour gemacht und habe im Endeffekt jetzt auch gedacht, ich lasse es einfach. Ich wollte aber unbedingt jetzt doch noch eine offizielle Roomtour machen, weil das wahrscheinlich die letzte Möglichkeit ist. Das klingt jetzt nach wahrscheinlich genau dem, was es auch ist. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Roomtour und am Ende des Videos habe ich euch noch was zu sagen. Hallo meine süßen Zuckermäuse und willkommen in meiner Bude. Hinter der Kamera befindet sich meine liebe Schwester, die man jetzt wahrscheinlich gerade auch sehen kann, oder? Ja. Das hier ist mein Flur. Den kennt ihr vielleicht schon alle. Generell, ich glaube, diese Wohnung, ihr kennt alle die Parts der Wohnung, aber bestimmt hat keiner irgendwie einen Plan, wie das eigentlich aufgebaut ist. Weil in jedem Raum filme ich andauernd, aber so die Zusammenhänge werdet ihr jetzt verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Das wird einfach ein ganz neuer Blickwinkel auf diese wunderschöne Wohnung. Das hier ist mein Flur. Den habe ich vor ein paar Monaten, glaube ich, sogar erst neu gemacht. Das habt ihr gesehen, falls ihr meinem Vlog-Kanal folgt. Falls nicht, seid ihr sowieso Loser. Das war jetzt ein bisschen doll gemein, oder? Ja, sehr. Das hier ist meine Garderobe. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist halt eine Garderobe. Ich kann solche Roomtours nicht. Kein Wunder, dass ich das nie gemacht habe. Das hier ist mein Spiegel. Da oben hängt Taddle. Danke nochmal, Ju, für diese Unannehmlichkeit, über die ich mich aber sehr gefreut habe, denn ich habe jetzt ein Autogramm von Taddle, was mich jeden Tag anguckt, wenn ich aus der Tür gehe. Obwohl, eigentlich guckt mich gar nicht an. Guckt die Tür an. Also eigentlich war es die ganze Zeit eine Lüge. Er schaut immer nur auf die Tür, weil er raus will. Du bist so unwitzig. Halt's mal. Da drinnen sieht es halbwegs ordentlich aus. Ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben, das alles aufzuräumen, Leute. Ne? Wenn ihr das nicht appreciated, dann bin ich richtig traurig. Und will Jana exposed meine ganzen Verstecke. Hier sind meine ganzen Taschen, meine Jacken, die ich so anziehe und halt auch nicht anziehe. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier kommen wir nämlich erst in das Herzstück der Bude. Und zwar in meine Küche, die ihr alle ungefähr in jedem zweiten Video von mir seht. Weil ich irgendwie gefühlt jedes Video über Essen mache. Besonders liebe ich diesen Kühlschrank. Er ist einfach toll, weil er... Ja, Jana, hör auf! Nicht da oben hinfilmen. Das ist unangenehm. Da oben ist halt so ein bisschen mein Ablageplatz für Schrott. Den ich aber halt auch nicht aufräumen konnte, weil ich komme halt auch nicht dran. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben. Guck mal, Leute, man kann einfach Wasser daraus machen. Das war dumm. Und Crushed Eis. Und Eiswürfel. Nur zur Demonstration. Dieser Kühlschrank ist einfach next level, weil man kann ihn so aufmachen. Und der obere Part ist einfach so der... Das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm, dass sie so den... Auch ein bisschen unangenehm, dass ihr jetzt so den Inneren meines Kühlschranks seht. Sehr nahrhaft hier drin. Das meiste, was ich hier drin habe, Knoblauch. Hier oben ist jetzt so normal Kühlschrank. Und unten ist Kühlfach. Ist das nicht mega cool? Ja, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die das mega cool findet. Wir kommen weiter zu meinem Küchenbereich. Ihr kennt das hier eigentlich alle, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich hier groß erzählen muss. Hier oben sind meine Backsachen. Das hier ist immer noch mein kompletter Stolz, Leute. Wenn ich das jetzt aufmache, es wird einfach so satisfying aussehen. Never mind, von der Seite sieht es irgendwie nicht so satisfying aus. Kannst du mal rumkommen? Versuchen wir es nochmal. Guckt, wie satisfying das aussieht. Sieht es satisfying aus? Mhm. Irgendwie gerade nicht so, oder? Okay. Irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Ja, hier sind auf jeden Fall meine Nudeln. Irgendwie verstehe ich gerade den Grund und Sinn einer Roomtour nicht mehr. Ich habe früher so oft Roomtours gedreht und habe das geliebt. Und jetzt stehe ich hier und denke mir so, ja, wen juckt's? Aber euch juckt's. Ja, mein Pferd. Ich komme mir gerade so blöd vor, Jana. Ich habe aber, glaube ich, noch nie in die Schränke gezeigt. Oh, Leute, ich liebe Tassen. Tassen sind einfach das Tollste. Guck mal, ich habe die coolsten Tassen ever. Hier steht Fabulous Bitch. Die hier habe ich im Disneyland gekauft. Das wird jetzt ein Tassenhaul. Keine Ahnung, die sind einfach nur schön. Da steht ein J drauf. Hast du die nicht auch? Ja. Cool. Und die hier sind meine Favorites. Why be moody when you can shake your booty?
Toll, oder? Und hier haben wir ein ganz besonderes Exemplar. Hier ist meine allseits geliebte, absolut langweilige Vollautomat-Kaffeemaschine. Dann kommen wir zu diesem Bereich meiner Küche, der wundervoll geschmückt ist von einer absolut riesigen Wodka-Pulle, die ich irgendwann mal random einfach als PR-Paket zugeschickt bekommen habe. Da habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen gefragt, was für Vibes ich ausstrahle, dass Nine Mile sich dachte, das braucht Julia. Guck mal, was sie kann. Tada. Ja, ich werde die wahrscheinlich niemals anbrechen. Ein weiterer bester Part meiner Küche. Schublade, obwohl ich ungefähr kein einziges dieser Gewürze benutze, außer Paprikapulver. Und Pizzagewürz, wo kein Pizzagewürz drin ist. Stimmt, das ist definitiv kein Pizzagewürz hier drin, sondern das ist einfach diese billige 80 Cent Packung von Aldi oder so. Und da kaufen wir jetzt sowieso nicht mehr ein, ne? Das ist, wie nennt man das? Sodastream? Ah ne, ist Wassersprudelmaschine. Das ist meine Wassersprudelmaschine. Das ist mein Brotkorb. Das kennt sowieso schon alles selbst. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da aus Versehen jetzt Gemüse drin vergessen habe. Aber dieses Schneidebrett ist einfach der Oberhammer, weil ihr könnt hier so euer Gemüse schneiden. Wenn ihr den ganzen Müll habt, könnt ihr einfach das hier aufmachen und da so reinmachen. Und ihr könnt dann, wenn ihr eure Gurke beispielsweise geschält habt, eure Gurke schneiden und das Fach hier aufmachen und dann eure geschnittene Gurke einfach da rein. Und dann könnt ihr damit so rübergehen und macht keine Sauerei mehr. Kann ich mal deine Spülmaschine aufmachen? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich habe eventuell die Sachen, die noch oben drauf standen, einfach hier so reingeschmissen. Also Plastikflaschen gehören eigentlich nicht in die Spülmaschine. Aber das ist jetzt mein geheimer Aufbewahrungsort. Darüber müssen wir nicht reden. Ja, darüber müssen wir auch nicht reden. Ich muss mal wieder Pfand wegbringen, okay? Ich habe hier wirklich lange aufgeräumt, da hatte ich nicht noch Zeit dafür. Das hier ist das allerbeste Stück nach dem Kühlschrank von dieser Küche. Und zwar haben wir hier so eine Theke hingemacht. Fun Fact übrigens, Leute, ich habe hier früher schon mal gewohnt, bis ich ungefähr 4 war, bis wir dann in unser Haus gezogen sind. Und da war hier schon eine Theke drin, aber die sah scheiße aus. Ich kann hier mal ein paar Bilder einblenden. Das war die Theke. Ich wollte die unbedingt behalten. Und dann hat mein Papa sich aber zum Glück durchgesetzt und hat die rausgebrochen und hier so eine richtig, richtig geile Theke hingesetzt. Und was ich noch mehr liebe, diese Wand hier, die war komplett zu. Die war ganz normal weiß wie alle anderen Wände. Mein Papa hat dann entdeckt, dass hier drunter diese roten Backsteine sind und hat die einfach komplett von Hand sauber gemacht und freigeschaufelt. Hat so unfassbar lange gedauert, aber es ist so extrem geil geworden. Deswegen danke Papa fürs Putzen. Wir kommen jetzt weiter in den restlichen Hauptteil der Wohnung. Und zwar ist das hier Le Wohnzimmer. Direkt gegenüber von der Küche, damit ich beim Kochen immer Fernsehen gucken kann. Weil hier ist ein riesiger Fernseher gegenüber von meiner riesigen Couch. Da geht chillig manchmal und gucke ich Fernsehen. Und meine Uhr geht falsch, schon immer. Ich kriege es auch irgendwie nicht in den Griff, sie richtig zu stellen. Deswegen ignorieren wir das einfach. Und hier habe ich ganz viele Fotos mit ganz vielen Menschen. Vielleicht erkennt ihr irgendwelche. Komm mal her, komm mal her. Hier haben wir zum Beispiel Marvin. Da ist Marc-René Lochmann. Da ist Mikey. Mein Freund und mein Freund. Und das ist auch noch irgend so eine alte. Kein Plan, wer das ist. Hier haben wir Rezo und noch so ein Weirdo. Hier ist Joey. Hat leider nur einen Platz da unten bekommen. Das Bild hängt schief. Und so ein paar Bilder. Und eins fehlt. Ja, ein paar Bilder musste ich abhängen, weil ich die Leute nicht mehr sehen wollte. Oh. Und gegenüber hier haben wir den Esstisch. Videos schneiden, was total sinnfrei ist, weil ich eigentlich ein Bürozimmer habe, um extra da Videos zu schneiden. Aber ich tue es nicht. Ich tue es immer an diesem Esstisch. Und Nägel. Ja, und Nägel, denn diese Kiste hier hat einfach komplett diesen Platz eingenommen. Der gehört jetzt dieser Kiste. Da sind meine ganzen Nagelsachen drin. Das Einzige, was ich mittlerweile nur noch poste, überall, sind Sachen über Nägel. Ich bin absolut obsessed mit Nägel machen. Hier oben in den zwei Kisten sind Gel und Acrylpulver. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das erste Mal ein Video hochgeladen, wo ich mir versucht habe, meine Nägel zu machen. Das war eine absolute Katastrophe. Aber mittlerweile, Leute, bin ich richtig gut. Guck dich das mal an. Das sieht aus, wie als hätte auf jeden Fall nicht ich das gemacht. Hier sind ganz viele Glitzersteinchen und Glitzerpulver, Farben. In meiner zweiten Schicht sieht es nicht mehr so spannend aus. In der letzten Schicht, oh mein Gott, ich bin so obsessed. Hier sind richtig viele Nagellackfarben, also so Gellackfarben. Das ist so ein richtiges Lüftungsgerät mit Fräser. Das heißt, wenn ich so meine Nägel abfräse, dann wird es so direkt da reingezogen. Ich bin ein Nagelstudio. Das ist noch eine andere neue Tasse, die ich habe. Das ist eine Mickey Mouse. Ich habe nach dem Kauf gemerkt, dass es absolut scheiße ist, daraus zu trinken. Mal guck mal bitte.
Ich habe Julia abgehalten. Dann hat Mama gesagt, kauf sie und dann war alles umsonst. Sie ist schön. Sie ist absolut unpraktisch, weil die Ohren rammen in meinen Wangenknochen. Und ich muss sie ungefähr so weit kicken, bis ich überhaupt was da rausbekomme. Kommen wir zum nächsten Zimmer. Und zwar, ich glaube, das zeige ich fast nie. Warum auch, was soll ich hier zeigen? Das ist nämlich mein Schlafzimmer. Tada! Mein Bett eigentlich, weil das Zimmer auch nicht so viel mehr Platz hat als für mein Bett. Normalerweise hasse ich das, wenn Leute so Quotes posten und dann meinen so, das wäre so inspirierend und bla. Aber dieses Bild gibt mir tatsächlich manchmal ein bisschen Motivation. Und dann geht's mir besser. Oh Leute, das hier ist mein Kirschkernkissen. Naja, da ist nichts Spannendes drin auf der Seite. Das Einzige, was da drin ist, sind Medikamente. Und auf der anderen Seite ist ein Schrank, der nahezu komplett leer ist, weil hier eigentlich immer die Sachen von meinem Freund drin waren. Ja, jetzt halt nicht mehr. Getrennt. Klingt halt echt so, als hätten wir uns getrennt, ne? Nee, haben wir nicht. Aber ich habe den trotzdem rausgeworfen. Hier haben wir noch eine Kommode mit einem kleinen Fernseher. Nur so klein. Nein, hier ist ja gar nicht so klein, ne? Nein. Da sieht man wieder die Ausmaße eines Influencers. Und hier haben wir noch einen Schrank mit weiteren unangenehmen Ausmaßen eines Influencers, der Taschen mag. Und Rollschuhe. Und Rollschuhe, ja. Das hier ist mein Nachtschrank. Der da hinten ist der von meinem Freund, der wird aber noch nicht benutzt. Und hier drinnen befinden sich ganz tolle Sachen. Und zwar einmal Elea Eluanda CDs. Obwohl ich seit, glaube ich, 10 Jahren keinen CD-Spieler mehr habe. Aber wer Elea Eluanda kennt, Leute, ihr seid die Kings. Außerdem habe ich hier noch so ein paar andere Sachen, die ich nie benutze. Einmal so ein Sleep Spray, was ich unbedingt haben wollte. Ich war in 6 Läden und du benutzt es nicht. Willst mich verarschen? Aber ich bin trotzdem glücklich, dass ich es habe. Ja, das ist hier dann Abschminkzeug, Nasen. Spray, Pfefferspray, falls ist verboten. Das ist so ein Tierpfefferspray und das darf man haben. Mach's nicht, bitte. Nee, hier ist eh so ein Schutz drauf. Oh mein Gott, nein! Oh, scheiße! Oh mein Gott, das funktioniert! Ach du Scheiße, Jana, nein! Junge, okay, warte. Alter, oh mein Gott, scheiße! Boah, ich kann nicht in die Nähe gehen. Boah, ja, das funktioniert. Das Ding ist, ich habe aber in die andere Richtung gesprüht sogar. Oh, scheiße, gleich erstmal waschen. Wer lässt sein Buch so liegen? Willst du mich gerade eigentlich verarschen? Ja, ich habe kein Lesezeichen, Jana. Deswegen muss ich es halt so liegen lassen. Da kann ich jetzt auch nichts für. Ich habe hier auch noch 3 weitere Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Die habe ich mir bei Vinted bestellt. Alle vom gleichen Autor. Man könnte meinen, ich bin obsessed. Kommen wir zum nächsten Zimmer, was tatsächlich früher mein Kinderzimmer war. Ich hatte sogar eine kleine Rutsche hier drin stehen. Und jetzt ist das hier mein Ankleidezimmer. Klamotten, wie der Name auch schon sagt. Normalerweise sieht das definitiv nicht so ordentlich aus, wie es jetzt gerade aussieht. Falls ihr meine Vlogs kennt, then you know, was hier normalerweise so der Stand ist. Hier kommen zuerst nur Tops. Die sind alle nach Farben sortiert. Dann kommen wir zu T-Shirts. Die sind auch nach Farben sortiert. Ich habe offensichtlich nicht viele T-Shirts. Und dann kommen wir zu langärmlichen Sachen. Die sind auch nach Farben sortiert. Aber dieser Bereich hier sind nur meine Cropped-Sachen. Wie man sieht, ich mag Cropped, denn hier sind meine Nicht-Cropped-T-Shirts und langen Sachen, von denen ich offensichtlich nicht so viele habe. Nicht so viele. Naja, im Gegensatz zu dem da, schon ein bisschen mehr, oder? Hier haben wir meine Kleider und Mäntel. Die habe ich so ein bisschen versucht, nach Wärme zu sortieren. Aber ich glaube, irgendwie hat das nicht geklappt. Hier ist gar kein System drin. Hier in diesen Schubladen sind jetzt meine ganzen Pullover. Noch mehr Pullover. Ich muss mal ausmisten, glaube ich. Und hier unten sind Jogginghosen. Hier oben ist Unterwäsche. Auf dieser Seite hier habe ich jetzt meine ganzen Jacken und Hemden, von ganz denen kurz, ich auch viel zu viele habe. Die hatte sie seit 3 Jahren nicht mehr an, die auch nicht. Die hatte sie noch nie an, die hatte sie 2-mal an, die hatte sie... Kannst du mal aufhören, mich jetzt so zu exposen? Jana! Ja! Die 3-mal an. Das stimmt nicht! Hallo! Und die habe ich sie noch nie gesehen. Hör auf, hör auf. Diese Jacke hier, die werde ich halt wirklich nie wieder in meinem Leben anziehen, aber ich will die halt behalten, weil ich mir so denke... Weil die ist so richtig geil. Die ist voll schön. Boah, das ist ironisch gemeint, ne? Nee, ich bin's ernst. Ja, ich weiß, die ist hammerhässlich, aber die war hammerteuer und ich dachte zu dem Zeitpunkt halt, sie ist cool und jetzt will ich sie aufbewahren, dass vielleicht irgendwann, wenn mal so eine 80s-Party oder so eine Ugly-Style-Party kommt, dass ich die dann rausrippen kann und mir sage, hey, gut, dass ich sie behalten habe, weißt du? Der Tag wird wahrscheinlich nie kommen. Hier habe ich meine ganzen Schuhe, die ich auch alle nicht anziehe. Oh Leute, ich bin wirklich richtig schlimm.
Das ist auf jeden Fall mein Schminktisch. Ich liebe diesen Schminktisch. Das ist einfach so ein ganz normaler Standard-Schminktisch von Ikea, den ungefähr jeder hat, aber ich kann es nachvollziehen, weil es der Hit. Und das hier ist wirklich die beste Investition meines Lebens gewesen. Ich glaube, es war gar nicht so teuer, aber das ist so ein Beauty-Spiegel. Der hat einfach das beste Licht ever. Immer wenn ich da reingucke, denke ich, ich bin wunderschön. Dann sieht man zwar auch, wie doll ich gerade schwitze, aber ich bin auch recht gut durchleuchtet, oder? Hier habe ich jetzt so meine ganzen Produkte. Ich glaube, das steht auch schon seit ich 15 bin. Genau so da. Habe ich immer so ein Teil gehabt. Früher hatte ich noch so ein weißes, aber jetzt habe ich das gegen ein silbernes ausgetauscht, weil ich dachte, ich bin jetzt erwachsen. Deswegen muss ich ein anderes nehmen. Aber früher war es dieses, dieses weiße von Ikea, ne? Ja, das hatte ich früher. Dann dachte ich irgendwann so, nee, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Und hier habe ich noch so eine Schublade mit so wichtigen Dokumenten, die ihr nicht sehen dürft. Hier sind ganz viele Sonnenbrillen drin und ein paar Scrunchies. Ich muss das alles ausmisten. Das geht gar nicht. Ich habe viel zu viel Scheiß. Hier sind Kabel und guck mal, wie süß ist das denn? Das ist einfach ein Mini-Kartenspiel. Guck mal, wie süß. Ja, dann kannst du sagen, dass es süß ist. Ah, oh, das ist so süß, Julia. Danke. Ja, ich mein ganzes Parfüm. Mein ganzes Parfüm, von dem ich eigentlich nur diese hier benutze. Also ich benutze wirklich absolut nichts anderes als mein eigenes Parfüm. Da stehen jetzt nur Dance und Love, weil Play ist schon wieder leer. Oh mein Gott, das heißt Play? Spray to Play. Wusste ich nicht. Ehrlich jetzt? Jana! Wow, vielen Dank. Ich freue mich, wie sehr du dich für mich interessierst. Krasser Liebesbeweis gerade, dass du nicht mal weißt, wie mein Parfüm heißt. Falls ihr mich genauso wenig lieb habt wie Jana, dann wisst ihr vielleicht auch nicht, dass ich eigenes Parfüm habe. Das sind die drei Düfte. Die heißen Julia Beautix Parfum. Einmal Your Choice Love, Your Choice Dance und Spray to Play. Das ist die neueste Version. Falls ihr Bock habt, die mal auszuprobieren, dann könnt ihr den Link in der Infobox anklicken. Da könnt ihr die kaufen, falls ihr Lust habt. Das weißt du aber wenigstens, oder Jana? Klar. Ich habe das Pinke immer benutzt, okay? Das stimmt, immerhin. Wir kommen jetzt noch zum wichtigsten Ort der ganzen Bude. Das hast du jetzt ungefähr bei jedem Zimmer gesagt. Ja, alles ist wichtig. Unser wichtig und nicht wichtigste. Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Zimmer dieser Wohnung. Und zwar dem Badezimmer. Und Leute, ich liebe dieses Badezimmer. Junge, wie viel Klopapier hast du? Ich habe aufgestockt, weil ich habe nie Klopapier. Ich sitze andauernd hier und denke mir, scheiße, Rolle ist leer. Früher waren das zwei Badezimmer, denn diese Wohnung hier waren früher auch zwei Wohnungen. Die zweite Wohnung, die kommt gleich noch, die jetzt auch Part von dieser Wohnung ist, also es ist gar keine zweite Wohnung. Auf jeden Fall waren das hier mal zwei Badezimmer. Mein Papa hat das hier alles renoviert. Wusstest du, was voll viele nicht kennen? Das ist ein Bidet, da putzt man sich den Arsch ab. Ja doch, eigentlich ja schon, ne? Das ist es doch, wofür es ursprünglich ist. Und ja, hier kann man sein... Kannst du mal demonstrieren? Hier kann man entweder seine Füße putzen oder seine Hände. Kann ich sich da draufsetzen? So. Man kann sich auch so hier draufsetzen. Ich hab früher mal da reingepinkelt. Was? Also drüben bei uns. Ja, das ist das Klo, wo man eigentlich reinpinkeln sollte. Nicht ins Bidet, das ist meine Badewanne. Oh, Leute, guck mal bitte. Mit so einem Oma-Ding. Ein Oma-Ding, das ist so bequem, Jana. Aber diese Badewanne ist so cool, weil... It's a waterfall. Kommen wir zur anderen Seite. Kommt. Hier ist die Dusche. Hier dusche ich gelegentlich. Hier ist sogar eine Regendusche drin. Die würde ich ja jetzt für euch anmachen, aber dann werde ich nass. Deswegen lasse ich das. Das war auch richtig cool, dass wir das gemacht haben. Und zwar ist das einfach so ein Ikea-Schrank-Ding hier. Ganz Standard-Ikea-Unterschränke. Aber wir haben keinen Deckel dazu gekauft. Nee, nicht Deckel. Oberfläche? Wir haben keine Oberfläche dafür gekauft, sondern haben einfach so ein Holzstück gekauft und das da drauf getan. Und jetzt sieht das so cool aus, als wäre es so ein richtiges Unikatstück, obwohl es eigentlich nur so ein blöder Ikea-Schrank ist. Und das hier ist mein Spiegelschrank mit ganz viel Zeug. Das sieht sogar wirklich eigentlich immer so aus. Das ist das Allerwichtigste, was ich auch hier drin stehen habe. Was ist das? Wie cool. Da fange ich meine Morgenroutine auch jeden Tag mit an. Erstmal ein paar Seifenblasen pusten. Und Leute, das habe ich meine Video getestet. Ist auch gar nicht so lange her. Und das hängt hier immer noch. Unnötig. Es ist super, Jana. Junge, nimm doch einfach das Handtuch ab und tu es wieder dahin. Das ist so anstrengend. Ist das nicht eigentlich für eine Tür? Nein, das ist wirklich dafür, um das Handtuch da dran zu lassen, sich abzutrocknen, es wieder wegschnappen zu lassen. Boah, das wäre immer viel zu anstrengend. Hä? Das ist der Hammer. Normalerweise hatte ich das immer da dran und das war voll anstrengend, das immer abzumachen. Und jetzt kann ich einfach das machen. Möchtest du die erste Schublade mal aufmachen? Die erste? Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Du denkst, die erste Schublade ist mega unordentlich, ne? Nein. Hä? Was dachtest da du denn? Da war mal was anderes drin. Hey, da war mal alles voll mit Tampons. Da sind noch Handtücher drin. Das ist nicht so ordentlich, ne? Ja, sieht ja keiner. Wenn es keiner sieht, dann muss auch nicht ordentlich sein. Das ist irgendwie nicht so ein gutes Lebensmotto, was ich da verfolge. Irgendwie habe ich das Gefühl. Das sollte nicht der Anspruch sein. By the way, Leute, guckt mal, diese Pflanzen hier, die hat mir einfach Joey geschenkt. Und die leben immer noch. Ich bin richtig stolz drauf. So,
So Leute, man würde jetzt halt normalerweise denken, die Wohnung ist hier zu Ende, ne? Aber mein Drehzimmer fehlt ja noch. Und wisst ihr, wo mein Drehzimmer ist? Richtig, direkt neben der Tür. Hier ist nämlich noch so ein kleiner Gang. Und hier hat früher eine neue Wohnung angefangen. Nein, schon da hinten. Stimmt, da vorne hat schon die neue Wohnung angefangen. Die Haustür, die war auch mal da. Die war ganz woanders. Crazy. Ja, da hängen Schmetterlinge. Ist doch süß, oder? Ja, da stehen ein paar Umzugskartons. Komisch. Und fragt sich, warum. Vielleicht erzähle ich das gleich noch. Mal gucken. Jetzt kommt aber erstmal mit hier in meinen Drehbereich. Einmal mein Bürozimmer, in dem ich so ungefähr nie bin. Hier ist auf jeden Fall mein Schreibtisch bzw. meine zwei Schreibtische, die so ordentlich aussehen, weil ich nie dran sitze. Hier habe ich aber noch ein Regal mit richtig viel Kram. Das sind einmal so Paketpackungen. Hier ist super viel Kram noch zum Pakete verpacken. Hier unten ist meine ganze Weihnachtsdeko. Warum auch immer das in diesem Raum ist, fragt mich nicht. Und hier sind wirklich super viele Sachen für YouTube-Videos. Einmal so ein Greenscreen. In dem Schrank hier ist eine Popcorn-Maschine, meine Slush-Eis-Maschine, die ich auch schon, ich wollte gerade sagen, richtig oft in Videos benutzt habe, aber so oft jetzt eigentlich auch nicht. Und was hier auch noch liegt, sind einige von meinen Essensboxen. Kennt ihr die noch? Die habe ich, ich glaube, vor ein, zwei Jahren irgendwann, mit Essens zusammen rausgebracht. Jana, kennst du den noch? Boah, Junge, weg damit. Hey Leute, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das war vor 4 Videos oder so letzten Monat. Habe ich Jana so dezent damit erschreckt, Hubert zu sein. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Ich finde diesen Typen auf jeden Fall hart. Junge, das ist so groß, ich mach's weg. Junge, der stinkt auch. Und hier ist eigentlich nur so mein komplettes Kamera-Equipment. Hier lade ich meine Akkus auf. Hier drin sind ein paar Kameras. Ich mag Kameras. Hier sind noch mehr Kameras und Stative und alles, was ich so brauche, um YouTube-Videos zu filmen. Auch nicht allzu ordentlich. Das kennen wir ja jetzt mittlerweile schon von mir. Hier sind eigentlich nur Packungen von Kameras, dass wenn ich die irgendwann verkaufen will oder die kaputt gehen, dass ich die Packungen davon noch habe. Hier drin ist auch noch richtig viel YouTube-Videokram. Falls übrigens jemand Kaugummi haben will. Moritz, danke für die Riesenladung, aber so viel esse ich jetzt auch nicht. Ah, und apropos Moritz. Guck mal, was ich hier noch hängen habe. Junge, das war so lange mal bei uns im Flur. Moritz stand sehr lange in dem Flur meiner Eltern, bis sie dann Moritz irgendwann zu mir gebracht haben. Jetzt steht Moritz bei mir rum und ich will Moritz aber auch nicht haben. Also, falls irgendjemand von euch Moritz gerne haben möchte, schreibt mir eine DM. Ihr könnt Moritz gerne haben. Das hier ist auf jeden Fall auch noch so eine richtige Random-Kommode. Hier drin sind Ski-Sachen und Bedienungsanleitungen. Passt auf jeden Fall gut zusammen. Und hier habe ich meine Lieblingswand. Also hier sind meine ganzen YouTube-Play-Buttons, die ich bekommen habe und meine Verties und, worauf ich richtig stolz bin, ich habe einmal Nickelodeon Kids Choice Awards gewonnen. Das ist so krass, weil diese Teile, das sind Blimps. Hier steht es, Kids Choice Award 2020. Und das hier ist der Kids Choice Award 2019. Da war sogar noch so ein richtiges Event in Europapark, war das, glaube ich. Leute, guckt mal, in diesen Award kann man einfach reingucken. Seht ihr mich? Ja. Ganz oft? Zufällig? Das ist krass, oder? Dieses Ding ist auch so schwer. Das war voll die krasse Ehre, einfach diesen Award zu gewinnen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich kann es auch immer noch nicht glauben, dass ich diese Teile hier stehen habe und da wirklich mein Name draufsteht. Aber bei all diesen Dingern irgendwie nicht, also... Danke. Das war jetzt cringe. Und jetzt kommen wir zu dem Zimmer, was ihr in jedem meiner YouTube-Videos seht. Und zwar ist das mein Drehzimmer. Und hier steht so eine dezent große Lampe. Das hier ist... YouTube-Video-Hintergrund. So sieht es aus, wenn ich hier sitze. Erkennt ihr es? Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Gebt einen Daumen hoch. Den habe ich vor gar nicht so langer Zeit mit euch sogar neu gemacht auf meinem Vlog-Kanal. Also wollte ich jetzt nochmal sagen, falls ihr meinem Vlog-Kanal nicht folgt. Was? Ja, darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Das ist, das gehört eigentlich so. Hier ist mir mein Stativ eventuell auf die Fensterbank gefallen. Die Fensterbank hat es nicht so ganz überlebt.
Und das Allerkrasseste an diesen Räumen hier, in dem Bürobereich quasi, sind die Decken. Guckt mal bitte hoch. Wie cool sind bitte diese Decken? Mein Papa hat hier die Decke quasi abgerissen, also die Dämmung, die da drin war, und das da drunter gefunden und es dann einfach so gelassen. Und da haben wir dann noch so Traversen dran gemacht. Es sieht einfach so unfassbar cool aus. Ich liebe diesen Look. Das hier sind so Hintergrundsysteme. Da kann man sich so vorstellen. Und dann hat man plötzlich einen anderen Hintergrund. Das ist total cool, oder? Also ihr seht eventuell, meine ganzen Utensilien, die ich besitze, um Videos zu drehen, sind wesentlich professioneller als meine Videos, die ich drehe. Oh mein Gott, das habe ich voll vergessen. Kennt das hier noch jemand? Das sind einfach die Aufsteller, die original im Rossmann standen. Ich habe mir davon zwei geklaut. Die stehen jetzt hier bei mir und ich habe sogar eigene Tester. Hier steht so richtig wie im Laden, steht hier Tester drauf. Das ist so cool. Und hier unten ist noch Dustin. Dustin macht bei mir sauber. Seit wann heißt er Dustin? Ja, ist schon immer Dustin. Und normalerweise würde man denken, Julia, du hast so viel Stauraum, der auch genutzt ist. Du brauchst nicht noch mehr, oder? Aber Leute, diese Wohnung hat außerhalb der Wohnung auch noch so ein kleines Gadget. Und zwar diesen Raum hier. Der wohlverdient Abstellkammer heißt. Ich meine, hier ist mein Weihnachtsbaum. Das hier war übrigens früher die Wohnungstür zu der anderen Wohnung, die jetzt mein Drehzimmerbereich ist. Und das hier war der Eingang, aber jetzt ist es nicht mehr der Eingang, sondern eine Abstellkammer. Aber das war es jetzt auch tatsächlich. Ja, ihr könnt jetzt gehen. Tschüss. So Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht hier hingespult, sondern habt euch die Roomtour erst schön fein bis zum Ende angeguckt. Ich hoffe, euch hat die Roomtour gefallen. Das ist meine allererste eigene Wohnung, in der ich so viele YouTube-Videos gedreht habe, so viele Vlogs gedreht habe und halt auch gelebt habe. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Wohnung gegenüber von meinen Eltern. Das heißt, ich bin quasi zu Hause geblieben. Allerdings endet dieses Kapitel jetzt für mich und ich fange jetzt gleich an zu heulen. Oh mein Gott, nein! Ich fange jetzt nicht an zu weinen. Ich fange nicht an zu weinen. Danke. Ihr habt richtig gehört, ich werde aus dieser Wohnung hier ausziehen und ich fange gleich wieder an zu weinen. Ah! Ich werde aus dieser Wohnung hier ausziehen, denn ich ziehe mit meinem Freund zusammen in eine andere Stadt. Weg von hier. Ich liebe, 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 liebe diese Wohnung über alles. Und ich liebe es auch, so nah bei meinen Eltern zu wohnen. Aber jetzt fange ich doch an zu heulen. Ich hab's gleich, Leute. Einen Moment. Wartet, ganz kurz. Für mich fängt jetzt ein neues Kapitel an, weil ich mit meinem Freund zusammenziehen möchte. Wie ihr vielleicht wisst, führe ich seit über 2 Jahren eine Fernbeziehung und ich möchte das nicht mehr. Ich freue mich so, so, so unglaublich darüber, auch wenn ich natürlich ein riesiges weinendes Auge habe wegen dieser Wohnung und meinem Zuhause. Allerdings freue ich mich auch extrem auf das neue Kapitel. Ich werde euch bei allem mitnehmen und jetzt ist auch schon ein Vlog online gegangen auf meinem Vlog-Kanal, der erste Umzugsvlog. Davon wird es jetzt einige geben. Also falls ihr Bock habt auf eine riesige Ladung ausmisten, Kisten packen, umziehen, neue Wohnung, neu dekorieren, neue Möbel kaufen, alles neu, 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 neu. Dann schaut jetzt auf jeden Fall bei meinem Vlog-Kanal vorbei und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich extrem. Ich bin super gespannt, was die Zukunft jetzt bringt. Ich habe ein bisschen Angst. Über das alles rede ich auf meinem Vlog-Kanal nochmal ein bisschen genauer. Also falls ihr Bock drauf habt, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Der ist jetzt hier verlinkt und unten in der Infobox. Ihr kommt hier noch zu meinen beiden letzten Videos. Ich hoffe, euch hat die Roomtour gefallen. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ab jetzt wird ganz viel anders. Aber eigentlich auch nichts, weil hier bleibt ja irgendwie alles gleich. Es ist halt nur woanders. Hab euch lieb. Tschüss!